Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story. Ja, wir sind mittlerweile sehr gut dabei. Jedenfalls was unsere Burg angeht. Wir haben die Außenmauern gezogen, es fehlen zwar immer noch Türen. Dafür beginnen wir aber schon längst mit dem Bau unseres Ja, unseres Bergfrieds. Der Tunnel hier versorgt uns mit Steinen und wahrscheinlich auch teilweise mit Eisen und ähnlichem. Ich glaube, ich habe dem Tunnel erlaubt, jetzt wieder Ressourcen hier. Das heißt, ein bisschen was können wir lagern. Und ja, dann, wenn der Bergfried fertig ist, ist halt das letzte Ziel die Türme. Und dann werden wir ja sehen, was wir hier machen. Na gut, was wir nicht machen können. Das ist schon mal die gute Frage. Wie breit ist die Brücke? Die Brücke ist 3 Felder breiter. Ist die Frage, können wir Steine verwenden als Ankerpunkt für die Brücke? Also ja, das ist ein neuer Bauauftrag zum Glück. Und ja, wir können Steine theoretisch als Ankerpunkt verwenden. Ist die nächste Frage, können wir Holzbalken ver... Also... machen wir es lieber 2 hoch. Also ich nehme an, wir können keine... solchen Dinger verwenden, um eine Brücke zu bauen? Nein. Nächste gute Frage, können wir solche Dinger verwenden, um eine Brücke zu bauen? Tatsache. Wir können auf Holzbrücken bauen. Ah. Gut. So, das heißt, es wird eigentlich gerade in dem Bauauftrag gebaut. Aber ja, erst einmal bringen wir den Bergfried zu Ende. Können wir gleich schon mal anfangen, indem wir die Deckschicht, also die letzte Mauerschicht draufsetzen und die Nuten. Ja, ach so, das ist ja schon die letzte Mauerschicht. Da ist der Bergfried etwas höher als
der Rest. Also als die Mauern. Ja, so soll es ja auch sein. So, und dann. Machen wir das hier. Und ja, jetzt ist die Frage. Ja, ich denke mal, den Bergfried, den können wir mit solchen Zinnen dekorieren. Wird wahrscheinlich ein bisschen eindrucksvoller aussehen, als wenn wir die Dinger nehmen. Also ja, Zinnecken. So. Ja, so ist das, glaube ich, ein bisschen doof. Wobei, so sieht es eigentlich gar nicht mal schlecht aus. So. Wenn wir schon dabei sind, kommen hier oben auch. Mitte ich zwei Waffenständer hin. So. Und ja, dem Waffensteller kann man leider nicht sagen, was sie kriegen sollen. So, der ist gelöst. Die sind gelöst. Dann hol dir mal die restlichen Bomben, die wir noch hier haben. So, ein Stückchen Holz fehlt noch. Dann können die restlichen ihr Holz wieder abladen. Oder die Waffengestelle draus bauen. So, jetzt werden noch die Zinnen montiert und dann sind wir mit dem Bergfried fertig. Ich habe noch 16 Eisen, aber nur noch 8 Glas. Also geben wir mal 1, 2, 3, 5, 8 Glas in Auftrag. So, und können im Tunnel mal wieder sagen, sie können aufhören, Eisen abzubauen. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass sie weiterhin Schwefel abbauen, aber sieht ein bisschen doof aus gerade.
Oder wir haben den Tunnel schon ausgegraben. Oh ja, der Tunnel ist schon ausgegraben. Das erklärt's. So, bis hierhin können wir noch graben und dann sollten wir eine Ebene tiefer gehen. So. Gut, es wird gegraben. Okay, ich habe die Steine, glaube ich, falsch platziert. Aber benutzen wir jetzt mal Ecktreppen. Wobei ich sagen muss, diese Ecktreppen, die sehen ein bisschen so lala aus. Die sehen eher so aus, als wollte man dann hier solche Treppen dran setzen, ja. Ah, nee, das machen wir dann schön spiegelverkehrt. Auch hier. Und hier brauchen wir so eine. Ja, gut. Ah, nein, da nicht. Ja, auch wenn es Steinverschwendung ist. Sind das jetzt dann unsere Eingänge in den Turm? So, kann ich alle anwählen? Ja, kann ich. Kann sie setzen. Kopieren und hier hinsetzen. Und dann verschieben. So. Und ja, wir können auch gleich noch die nächste Reihe draufsetzen. Das war's, glaube ich, schon mit denen. Oh, an die Äußeren ranzukommen, das wird. Ab jetzt lustig werden, hä? Wobei, alle anderen Reihen haben wir auch irgendwie geschafft.
Wir lassen mal hier bei den Eingängen die Blöcke frei. So, wenn ich das mache, dann wähle ich alle an, auch die Reihe drunter. Nicht ganz so praktisch. So, jetzt ist die Frage, jetzt bin ich schon eins höher. Als ich sein möchte. So, wie weit kann ich ziehen? Nicht sonderlich weit. Wie weit kann ich über die drüber? Ein bisschen. So, das wird nicht reichen, um eine Brücke zu bauen. Nein. Verwerfen wir das also erstmal wieder. Ich habe da nämlich eine andere Idee. Die einen Turm beinhaltet. Also ja, damit wir das auch noch mit einbauen können. Na, sagt mal, wie gefällt euch unser Bergfried? Oh, ein Baumstamm hat es überlebt. So, nimm den Stein. Dann braucht der nicht so rumliegen. So, dann können wir uns ja jetzt mal die Mühe machen, hier ein bisschen Bodenformung zu betreiben. Mm.
Nö, ihr könnt ruhig alles eigentlich. Das ist so viel des Guten. Abtragen. Dass es schön einheitlich aussieht. So, jetzt baue ich mal das X-Ray. Und X-Ray wieder aus. Was sagt eigentlich mein X-Ray hier? Wenn man sich so ansieht, sieht es schon ziemlich cool aus, wie sie da buddeln. Also ja, X-Ray hätte auf jeden Fall eine Tastenkürzel gebraucht. Wäre praktisch gewesen. Thank you.